Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 2. Hier ist auch Seite 6. Und letztes Mal haben wir festgestellt, dass der Herr Leon ja immer noch lebt und sich jetzt, nachdem wir den Imperator geplättet haben, zum Imperator ernannt hat und im Palmekia-Haus. Und ich war blind gewesen, denn wir haben hier zwar mit Paul geredet, aber vielleicht war der auch noch offscreen, keine Ahnung, vielleicht stand er hier so. Aber hier steht Sid. Und hier geht's weiter. Ich habe jetzt nicht irgendwie spezifisch nachgeschaut gehabt im Internet oder so, sondern dachte mir, fährst mal nach Mysidia und überprüfst mal dieses Bücherregal. Dort stand nur sowas über Palmekia von wegen, der Erbauer hat, also der König hat der Person, die seine Tochter versprochen, die es schafft, diese Mauer zu erklimmen. Und es ist alle gescheitert, die haben versucht hochzuklettern, sich in Tunnel zu graben. Und einer hat es geschafft. Und zwar indem er einen Heißluftballon gebaut hat. Und keine Ahnung wieso, aber ich dachte mir, vielleicht sagt Paul ja jetzt was Neues. Und auf einmal sehe ich das Sid stehen. Und mit ihm reden wir auch mal. Oh, der Wirbelsturm hat es in sich. Kurz vor Podum hat er mich vom Himmel geholt. Oh, ich bin ein einziges Wrack. Und ich habe mal angeredet gehabt, ob wirklich was passiert. Habe aber voll gespeichert und ja, mehr weiß ich jetzt gerade nicht. Ist für in Ordnung? Könnte kaum schlimmer sein. Aber dank meiner gekonnten Manöver ist das Luftschiff noch heil. Könnt es haben, wenn ihr wollt. Hey, aber nur geliehen. Und wie, ich finde nachher auch nur einen Kratzer. Oh. Sid? 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 Sid. So, jetzt haben wir das Luftschiff. Was sagst du dazu? Das war sein letzter Wunsch. Er ist fort. Hat endlich seine Ruhe gefunden. Er wusste, dass er bald geholt würde und wollte auch euch selbst Luftschiffe machen. Sein Ein und Alles. Er liebte sein Schiff mehr als alles andere. Versteht es als Kompliment und behandelt das Schiff mit dem nötigen Respekt. Und kann ich ihn jetzt vielleicht auf Palmekia ansprechen? Ich habe mir damals einen Gleitsegler gebastelt und bin auf der Turmspitze gelandet. Ihr müsst den Luftweg nehmen. Vielleicht ist es an der Zeit es jetzt letztes Geschenk zu benutzen. Also war es doch Paul, der da hochgeklettert war. Ah. Habe ich mir schon gedacht. So, das Luftschiff steht noch da, wo es vorher stand. Da drüben. So, ich weiß nicht. Pusten? Ja, komm. Bis zum Luftschiff pusten wir und dann machen wir das schon. Ja, jetzt. In der letzten Folge war zwar viel einiges passiert, aber ich möchte nicht, dass es immer ist von wegen passiert was, dann sind wir wieder nur den ganzen Part unterwegs, dann passiert wieder was, dann sind wir wieder nur den ganzen Part unterwegs. Hey, es ist nervig. Und ich denke mal, es ist auch nicht sehr angenehm zum Zuschauen. Ja, ich könnte es rausschneiden, pipapo. Aber, ja, keine Ahnung. Sind wir so, jetzt kann ich es noch machen? Später nicht mehr. Also sehen wir so, das ist das letzte Spiel, wo ich es machen kann. Ich meine, in etwa 5 und 6 Stunden könnten wir es theoretisch auch machen. Aber dann werde ich es nicht machen. Das werde ich schon vorab sagen. In etwa 5 und etwa 6 werde ich nicht einmal boosten. Versprochen. Und da sind natürlich auch die Kämpfe besser. Okay, egal. Das ist noch in derselben Nacht wie übrigens von der Aufnahme. Und ich fühle mich langsam schon ein bisschen bressig. Aber es geht noch. Noch geht's. Ich kann auch klar denken, also passt. Nur will ich heute eigentlich auch recht früh aufstehen. Also nicht früher als sonst. Ja. Schauen wir mal. In der Mitte wurde ich auch noch früh los. Weil ich ein neues PS Plus kaufen muss, weil mir das langsam abläuft. Ist blöd. Ist blöd. Aber wir sind aber schon da. Ungefähr. Da ist es. So, können wir hier noch rein? Nö. Ach komm schon.
Das muss das jetzt nicht sein, ne? So, dann sollte man vielleicht noch einen Zwischenhalt bei Finn machen. Einfach um uns nochmal hoch zu gehen. Oder wir fahren nach Mesiria und hoffen uns da nochmal reichlich ein. Da lädt es kurz. Da trinke ich nochmal schnell was. So. Jetzt wo wir die Flails so schön flach sehen. Schauen wir doch einfach mal. Mesiria. Sowas wie. Nee, so eine Schnellreisefunktion gibt es nicht. Oh, ist schon schnell. So. So, Mesiria. Ein Stück runter. Und nach links. Ja, die Geschwindigkeit gefällt mir. Und keine Kämpfe. Oh, herrlich. So. So. Gibt es da irgendwie neues Equip oder so? Nö, okay. Kein Problem. Heilen und einkaufen. Da gibt es eine Magie, die wollen wir nicht. Gehen wir erstmal einkaufen. So, hier fahren wir 99 Stück. Hier fahren wir 99. Haben wir noch genug? Äther gab es rechts, okay. Äther. Neue Hütte. Und. Oh, ich kann jetzt einige holen. Sagen wir 46. Da haben wir 50 Elixier für den absoluten Notfall. Und können jetzt eigentlich. Pendeln. Erstmal noch so Kosten minimieren. Weil MP zu heilen kostet im Innen weniger als HP. Warum auch immer. Keine Ahnung wieso, aber wenn sie meinen, ne? Wenn sie meinen. So, wir sollten jetzt auch eigentlich trotzdem schon recht in der Nähe von Palmekia sein. Vielleicht. Ja, wir müssen eigentlich nur ein Stück nach links fliegen. Und zwar sollten wir jetzt hier ankommen. Okay. So. What? Wir wollten jetzt aber nicht sagen, dass es hier nicht Palmekia ist. Hm. Ist doch zu 100% Palmekia, also komm. Verarschen kannst du mich wann anders. Und dann müssen wir vorher noch was anderes machen. Ah, okay. Sechster Stock. Wir müssen 6 Stockwerke runter. Ach du Scheiße. Killermantis sind nicht so gefährlich, aber die Vampire nehmen. Die hauen ordentlich rein. Und natürlich greift hier uns zuerst an. Ah, okay, die anderen sind stark. Ausgezeichnet. Also es wird doch glaube ich so noch die einzige Folge, die heute Nacht uns. Oh. Okay. Ja. Wir sind gerade 6 Stockwerke gefallen. Diamantharnisch. Hm. Scheint die irgendwie nicht so wirklich zu interessieren. Ja, Holzgolem natürlich. Das könnte gefährlich werden. Mehr oder weniger. Warum hätten wir so viel aus? Also, haben die anderen auch so viel ausgehalten? Ich glaube nicht, oder? Schon mal hier. Die Fallenraum. Oh.
Idol tut ziemlich weh. Halt noch echt einiges aus. Meine Güte. Wow. Das ist krass. Was ist der Diamantpanzer eigentlich? Was Schwächeres als der Diamantbrustpanzer, ist klar. Och nee. Und genau deswegen sollte man viele Heil-Items dabei haben. Weil die Dungeons werden gegen Ende hin sehr lang. Weil sehr wahrscheinlich müssen wir jetzt wieder hoch. Und es sind 6 Stockwerke, wenn nicht sogar mehr. Ja. Ich kann meine Empfehlung an euch verschwenden. Aber genauso wenig kann ich es verschwenden, an euch zu sterben. Ja, wir wollen jetzt nicht direkt an euch sterben. Ich will jetzt auch nicht gerade wiederbeleben müssen. Ich glaube, wir müssen gleich mal heilen. Wenigstens heilen die Heilpotions einigermaßen was. Hier ist ein Sack. Ah, super. Ja, gut. Dein Schaden ist noch einigermaßen verkraftbar. Aber hey, wir nähern uns den 9.990 HP. Schaden gefällt mir halt wirklich gar nicht, den ich mache. Ich war ehrlich gesagt noch vorher am überlegen, weil ich habe jetzt gerade noch ein bisschen Supernatural geschaut. Ich war am überlegen, ob ich nicht noch ein bisschen stärker und sowas trainiere. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt viel gebracht hätte. Ich meine, die Stärke von Guy ist auf 99 und er macht fast keinen Schaden. Der Schaden von den Viechern. Ich glaube echt, ich habe irgendwas falsch gemacht. Oh, das ist natürlich gescriptet, dass sie wirklich so immens viel reinhauen. Das kann natürlich nicht gut sein. Vielleicht um es schwieriger zu machen? Keine Ahnung. Ich will nochmal hier die Treppe hoch. Weil ich nicht glaube, dass das so der richtige Weg ist. Eine Sandbahn. Super. Starstufe 16. Oh, es verfehlt. Ich weiß, dass beim Leveln kam öfters mal Ims und die haben auch Starstufe 16 benutzt. Das? Oh, Gott sei Dank. Okay, immerhin etwas. Okay, dann kriegt wieder Maria aufs Fressbrett. Oh. Die Crits müssen halt nicht kommen, ne? Also mittlerweile Mundkritte ich nicht mehr, das ist irgendwie komisch. Naja. Kiste. Quatsch. Überlebe ich den Kampf noch? Ah, ich glaube, man wieder überlebt das nicht. Maria noch im Kampf wiederbeleben, sonst kriegt sie keine Stats ab.
Es ist so, wenn ein Charakter tot ist im Kampf, gibt es keine Erfahrung, in Anführungszeichen, für diese Person. Dann heile ich mal kurz eine Runde. Ist ja kein Problem. So, Maria kommt dann, glaube ich, jetzt mit maximalem Leben zurück, weil ich eigentlich Stufe 16 habe. Genau. Da kann diese bisschen Heilung nicht schaden. Nein, nicht viel. Die Gegner sind eh immer sofort dran, also macht es keinen Sinn zu probieren, ob wir fliegen können. Knoblauch. Ach, komm schon. Das ist Müll. Argus-Schwein. Ich weiß, es ist diese... Ja, keine Ahnung. Petuculus oder wie sie heißen. Grünen Varianten von denen konnten wir die AP vernichten. Das finde ich nicht cool. Okay. Mehr kann ich getragen werden. Was ist das, vielleicht ein Älter? Ja, perfekt. Schnell weg mit dem. So, geil, ne? Der ist mein Geil. Rumschild. Das ist doch Low-Rock-Equip, das Rumschild. Egal. Das wäre auf jeden Fall von Vorteil, wenn wir jetzt mal langsam so ein Stückchen vorwärts kommen können. Unsere Rohstoffe sind auch nicht endlos. Die Zeit auch nicht. Okay. Sollen wir ein bisschen nach dem Geheimnis aus? Wenn Firion wenigstens getroffen werden würde, ne? Dann wird der HP ja zurückkommen. Aber... Das ist blöd. Na, also kriegen wir immerhin vielleicht alle mal ein bisschen mehr Stärke. Und Maria kriegt HP. Wunderbar. Oh, komm schon. Wenn es so weitergeht, muss ich gleich nochmal heilen. Eine Kabi Richards hat hier auf 990 Meter. Auch nicht so leicht. Also es war schon leicht, aber die Tatsache, dass ich mich die ganze Zeit fast selbst umgebracht habe, hat das ein bisschen erschwert. Stock 2, sind wir schon mal. So, ich frische da mal lieber auf. Und heile mal. Speichern mal. Entschuldigung. Dankeschön. Ja, Firion kriegt eher Star ab. Das erste verfehlt, das zweite trifft. Ding, 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 100 Punkte. Hier links rechts scheint nicht zu sein. Okay, da habe ich mich vielleicht umsonst aufgeheilt, aber... Sicher ist sicher. Das hat sich trotzdem gelohnt. Weil wir waren ja schon angekratzt. Wir waren halb tot, aber angekratzt. Nach oben ist halt Grotos. Den hatten wir doch umgelegt. Da doch Joseph. Joseph? Ja, der Joseph umgebracht hat. Hey, Firion wird gleich wieder paralysieren.
Das kotzt mich ein bisschen an, dass ich nicht schneller bin als die Gegner. Beziehungsweise dass immer ein gegnerischer Erstabgriff ist. Hat das vielleicht was mit meiner Gewandtheit zu tun, dass man die so niedrig ist? Nein, ich glaube nicht. Könnte auch vielleicht sein. Oder die Gewandtheit ist einfach. Ja. Dass ich schneller dran wäre. Ja, was haben wir denn da? Dann fand ich den Erstangriff, Mensch, wie unerwartet. Und Firion hat auch die 7000 Marke geknackt. Das ist gut, das ist gut. Vielleicht erreichen wir echt noch die 9.190, bevor wir zum letzten Dungeon kommen. Wann auch immer der kommt. Ich dachte, der wäre ein Wirbelsturm. Donnerspeer. Imperatorflug. Exekutiv Stufe 8. Oh. Oh, sehr gut. Okay. Ich knall dir mal bitte. What? Dankeschön. Nichts bekommen? Wer ist das? Wer in den Donnerstern? Wie viel hat er jetzt gebracht? Ich hab da nicht mehr gedacht. 24. Ja. Ja. Nicht schlecht, das hat sich gelohnt. Sag ich ja wie immer, ne? Ist ja irgendein Waffen-Upgrade. Das hat sich voll gelohnt. Hat sich richtig gelohnt. Hm. Egal. Egal. Und dann kalt hier drauf. Für die Heizung. Oh, das sah cool aus. Ich weiß, ich kenne das, wenn einem kalt wird und Muskeln fangen an sich zu verkrampfen. Das habe ich gerade einmal in der linken Wade. Das ist nicht so angenehm. Ich hasse das. Und wenn ich irgendwie in der Stube liege, Fernseh schaue, und auf einmal krampft es sich richtig im Fuß. Springt es mal auf und dann... Ah. Ah. Nein, natürlich nicht. Aber es ist schon unangenehm. Na, na. Oh nein, General. Autsch. Mhm. Vielleicht war doch auch was, das ist auch mein Problem, dass ich immer. Weil in der Theorie sollte Firion mehr HP haben als Miria. Aber vielleicht war genau da das Problem, dass ich immer eine Monstergruppe genommen habe zu leveln, die sich darauf konzentriert hat, Miria anzugreifen. Kann ja gut sein. Beziehungsweise eine Monstergruppe hatte, die sich weniger darauf spezialisiert hat, Firion anzugreifen. Kann ja sein. Oder Firion ist die ganze Zeit ausgewichen. Wer weiß. Heiligen so. Ja, das ist wieder ein benutzbares Zeit. Ich will so Müll. Kommen hier nur Generäle? Das wäre sehr uncool. Also es wäre gut für Rich Sapé und für die von Guy. Aber die Typen sind ohne Schaden, Mann. Kann man nach oben? Ah, hier sieht es aus, als würde es weitergehen. Vielleicht. Keine Ahnung. So, komm schon. Jetzt darf ich nach der Runde auf jeden Fall heilen. Na gut, was will man machen? Genau. Immer feste Druff. Ja. Ich werde ruhiger, weil es ist mitten in der Nacht. Tut mir leid. Ich hätte mich aufnehmen sollen, glaube ich. Egal. Ich brauche die Folgen, damit ich zumindest die nächste Woche wieder frisch liefern kann. Ich könnte jetzt eigentlich auch sagen, okay, Montag kam es ja nicht, Dienstag ziehe ich durch. Also letzte Woche. Für euch letzte Woche. Ich
Jein. Ich möchte es diese Woche nochmal nutzen. Weil diese Woche meine Bewerbung und alles. Stopp. Heiler Stopp. Magus Stopp. Also, diese Woche möchte ich noch meine Bewerbung fertig machen für diesen Monat. Und dann halt, na, dann müssen wir noch den Rest der Woche chillen. Und das geht schlecht, wenn, ne? Wenn ich mich erst bequem belaste, dann die Sache. Ich möchte konzentriert mein RL-Zeug machen. Übrigens auch der Grund, warum ich heute früh aufstehen möchte. So um 9. Das wären 4 Stunden. Was? Nur 4 Stunden Schlaf? Das kannst du noch nicht machen. Ich habe während der Arbeitszeit weniger geschlafen. Also glaub mir. Ich krieg das schon hin. Also wenn ich aufstehe. Ich werde mir Wecker stellen, werde sagen, du musst. Kann ich schon noch einfach 14 Stunden. Weil aufnehmen. Ich nehme wirklich ungern tagsüber auf. Nicht von wegen, nachts habe ich meine Ruhe oder so. Sondern auch. Aber tagsüber, wenn halt irgendwas ist, will ich erreichbar sein. Für meine Familie, für meine Freunde, für dies, für das. Für irgendjemanden, der mich anrufen könnte. Für Amt oder so. Denn heute ist jetzt Dienstag, Feiertag. Wird wahrscheinlich eh niemand da sein. Aber trotzdem, ich möchte lieber erreichbar sein. Dann habe ich weniger Probleme. Weil sonst heißt es, rufen sie mich zurück. Machen sie dies noch oder holen sie, schicken sie das noch. Das alles ist mit einem Telefonat schnell geklärt. Ah, da fällt mir ein, ich muss noch was abschicken. Ganz Amt. Ich habe mich beim Lebenslauf noch mal ein bisschen überarbeitet. Und da hat mein Berater gesagt, wenn wir fertig sind, schicken sie mir doch den bitte zu, dass ich Firmen, die nach Leuten wie ihnen fragen, zusenden kann. Habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ja, das war jetzt nicht so. Da wartet er, glaube ich, jetzt schon fast eine Woche drauf. Ich weiß, kommt nicht gut rüber. Aber ich bin halt ein faules Stück Scheiße. Okay. Und ich schieb sowas halt gerne auf. Ich weiß nicht, ich... Keine Ahnung. Es ist nicht so, dass ich nicht wüsste, zu sagen, das ist wichtig, ich muss das machen. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das ist. Ja. Null Plan. Faulheit? Bestimmt. Warum macht man es nicht besser? Keine Ahnung. Sollte man es besser machen? Ja. Wie hat man früher in der Schule immer gesagt? Im Gegensatz zu dem bin ich ein Vorbild. Sagt ein Bauer aus meiner Klasse. Dass keiner von denen Vorbild ist, sondern ich wäre dann eher ein Vorbild. Und ich habe wirklich, also mitten im Unterricht, ich habe gesagt, ich bin kein Vorbild. Ich bin auch kein Vorbild. Ich war damals kein Vorbild und ich bin es auch jetzt nicht. Das heißt in einigen Hinsicht. Aber... Nee. In den meisten nicht so wirklich. Das gebe ich auch offen zu. Wünschte ich, ich wäre ein Vorbild? Keine Ahnung. Hab ich ein Vorbild? Das ist eine gute Frage. Hab ich ein Vorbild? Mir würde keins einfallen. Ich glaube, viele Kinder würden sagen, ja, mein Vater ist ein Vorbild. Oder meine Mutter. Nee. Nee. Nee, danke. Ich glaube, ich habe jetzt nichts gegen meine Familie.
an sich. Aber andererseits würde ich... Nee. Wenn ich den Satz irgendwie zu Ende bringen würde, würde das nicht gut kommen. Nee, ich bin einfach... Ich glaube, meine Eltern sind genauso wenig Vorbild, wie ich Vorbild bin. Andererseits versuchen meine Eltern auch kein Vorbild zu sein. Ja. Ich glaube, da habe ich schon was von meinen Eltern. Der Ritter hat das ein Steingolem. Das heißt, die Monster werden immer krasser. Ich habe eine Kiste gesehen. Oh, komm schon. Autsch. Ich hatte da eben noch eine Kiste gesehen gehabt und ich weiß nicht, wie ich da rankomme. Das hat mir nicht, dass den langen Weg hoch und herum noch auf der anderen Seite eine Treppe war. Fände ich nämlich uncool. Weil da müsste ich dann nochmal hin. Also wenn es hier jetzt hoch geht... Ach. Verdammt. Oh, kann ich überall feindlicher erst ankommen. Die Kiste holen wir uns noch. Dann ist der Part vorbei. Ich fühle mich immer bräselig. Es tut mir leid. Ich sollte es mir abgewöhnen, um 5 Uhr anfangen aufzunehmen. 2 Uhr okay oder halb 2, aber... Und dann halt auch ein paar Folgen zu bringen, aber später ist langsam. Ich habe mal maximal ab 4 Uhr. 4 Uhr sollte ich dann höchstens noch eine aufnehmen und das war's dann. Je nachdem, wie lange ich geschlafen habe. Oder wie gut ich geschlafen habe. Aber es bringt ja nichts lang zu schlafen, wenn man nicht gut schläft. Nicht wahr? Aber wann schläft man schon gut? Dann, wenn man... Und woran erkennt man, dass man gut schläft? Klar, dass man am nächsten Morgen ausgeruht ist, aber... Keine Ahnung. Im Schlaf selbst merkt man es ja. Außer man hat Albträume, dann weiß man, man schläft gerade nicht so gut. Hm. Ja. Keine Ahnung. Ich glaube, man merkt es auch anders gar nicht, oder? Also im Schlaf selbst merkt man es wirklich nur, wenn man Albträume hat. Ansonsten kann man es nur sagen, ja, wenn man halt gut aufgewacht ist. Wobei, kann man auch Albträume haben und gut aufwachen? Eine interessante Frage. Ich denke, das gibt bestimmt auch. Für Leute, die Albträume so was kalt lassen bestimmt. Die so denken, oh, schon wieder ein Albtraum. Einfach wieder weiter schlafen. Wobei, ich muss sagen, selbst bei normalen Träumen, in Anführungszeichen, mache ich ab und zu einfach mal auf. Keine Ahnung. Von teilweise bei Träumen, wo ich mir so denke, da wüsste ich echt gerne, wie es ausgegangen wäre. Ich habe echt schon einige Fälle, da hätte ich gerne das Ende erfahren. Und voller Hoffnung habe ich mich dann wieder ins Bett gelegt und so gedacht, jetzt träume ich das vor dem Ende. Ja. War leider nicht so. Aber nein. Blöd gelaufen. Und diese Steingolems sind mir wirklich hart auf den Sack. Vor allem, warum... Stell dir mal vor, wir wären ohne Masamune da drin. Da würde doch jeder normale Monsterkampf ein halber Bosskampf sein. Und ich darf gleich wieder heilen. Oh, ich sollte ihn echt verheilen. Ich stoppe nur Miriam Guy. Könnt ihr bitte Schaden machen? Dankeschön. Okay. Sonnenstern. Ach du Scheiße. So, dann wie wär's mit dem Ultima? Ja, greift einfach an. Blaster Spaß. Oh nein, das versteinert, glaube ich. Oh.
Okay. Ich mache ein viel weniger bisschen Schaden von Ultima reduziert. Ja, und? Wie viele haben überlebt? Oha. Boah, nicht schlecht. Also Ultima haut richtig rein bei den Viechern. Hallo. Wie gut ist denn das Sonnenschwert? Nicht besser als die Wasserlohn. Wow. Fast um 100 Punkte schlechter. Halleluja. Und hier sehen wir, das wäre das nächste Schwert-Upgrade gewesen. Wir hätten jetzt quasi den Defendor und das Sonnenschwert. Da wollten wir keine Defendor und die Windschneide gehabt oder so. Hier geht mir auf die Nerven. Ich würde zumindest noch die Treppe hochgehen und schauen. Dann machen wir auch Partende. Und dann gehe ich endlich mal ins Bett. Und Paui. Noch wahrscheinlich 0 Schaden an denen. Das wäre so 0. War doch besser. 2000 geheilt. Das wäre so richtig bitter. Ja, so. Okay. Dann heile ich uns nochmal hoch. Und wir beginnen dann den nächsten Part. Hier. Oh, wir haben schon wieder knapp 300 HP wieder zugekommen. Ja. Vorsicht. Und damit würde ich sagen, ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Falls ihr Kommentare und Kritik, sind natürlich wie immer wünscht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Sorgfetter 5.6. Schönen Tag noch.